Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Watch Dogs Legion. Heute geht es um die Trophäe, den Erfolg, das Achievement Bullseye. Dafür gilt es, an 21 Stellen im Spiel Dart zu spielen. Mehr müsst ihr also für die Trophäe nicht machen. Ihr müsst überall einmal Dart spielen und das könnt ihr auch solo machen. Ihr könnt das also auch solo machen. Ihr braucht nicht einen Gegner dafür, euch irgendwie auszuwählen, sondern ihr könnt ganz normal Dart solo machen. Ihr müsst halt diese 301 Punkte erreichen. Das würde ich auf alle Fälle nicht abbrechen. Ich weiß nicht, ob es funktionieren würde, wenn man hier abbricht, dass man halt einmal nur die Dart-Location aufgesucht hat oder ob man wirklich einmal spielen muss. Das weiß ich nicht ganz genau. Deswegen würde ich euch auf alle Fälle empfehlen, hier die 301 Punkte zu holen. Ich glaube, bei dieser Variante stelle ich mich gerade nicht so super Sahne an, aber das ist auch relativ egal. Egal, Hauptsache ihr macht einmal diese 301 Punkte solo, ohne Gegner, dann geht das Ganze schneller. Ihr könnt natürlich auch mit Gegner spielen, dann macht das Ganze mehr Spaß. Muss man auch auf alle Fälle so sagen. Aber wenn es halt schnell um die Trophäe geht, dann sucht ihr einfach diese 21 Positionen hier in London auf und habt dann die Trophäe erhalten. Ich werde zwischendurch, einmal hier im Video mein Outfit ändern. Ganz einfach deswegen, weil ich da einmal kurz durch eine Sperrzone durch muss. Deswegen nutze ich dort meine Albion-Beauftragte. Das hier habe ich dann auch momentan gerade hier ausgewählt. Aber werde dann halt wechseln. Ich habe hier nur das hier gleich genommen. Hier gibt es schon mal die Trophäe. 15 Gamerscore oder besser gesagt den Erfolg, das Achievement. 10 Würfe habe ich gebraucht. Und wir werden uns auf der Map von unten nach oben arbeiten. Oder besser gesagt, ich ziehe hier so eine, sage ich mal, so eine Kurve, die so leicht rechts hoch geht um London herum und dann auf der anderen Seite wieder runter. Die erste Dart-Location habe ich hier eingebaut als letztes. Auch das ganz, ganz wichtig für euch. Die erste Dart-Location habe ich als letztes gemacht, denn das ist euer Hauptquartier. Und da ich davon ausgehe, dass ihr euer Hauptquartier einfach genutzt habt, habe ich sie als letztes eingebaut. Natürlich habe ich sie nochmal eingebaut und das wäre auch schön, wenn das hier auf der Map ein bisschen besser wäre mit den Markierungen. Ich zeige euch meistens, wenn eine Schnellreisestation in der Nähe ist, auch wo die nächste Schnellreisestation ist, wo ihr da hinkommt. Könnt ihr natürlich nur dann nutzen, wenn ihr das Ganze bereits auch entdeckt habt. Aber es sollte eigentlich relativ schnell gemacht sein. Ihr seht das jetzt, ab jetzt hier geht das hier im Schnelldurchgang von Position 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter einfach durch. Ich zeige euch ganz kurz auf der Map, wo das Ganze ist. Dann gucken wir einmal hier so ein bisschen im Kreis, damit ihr das auch wirklich von der Location her gut erkennen könnt. Aber sobald ihr in der Nähe seid, habt ihr ja sowieso auch die Markierung, also diesen weißen Dart-Pfeil auf blauem Grund. Geht dorthin, drückt auf Spielen, wählt Solo aus, lasst diese 301 Punkte erreichen und dann weiter zur nächsten Location. Und da wir jetzt hier wirklich nur von Location 1 zu 2 zu 3 zu 4 und so weiter hoppen, ist das hier jetzt nicht für euch, ja, sag ich mal, unbedingt notwendig, dass ich euch hier nebenbei voll labere. Hier haben wir genau die Position, was ich gerade gesagt habe, oder besser gesagt die Situation, wo ich meinen Charakter wechseln musste, wo ich dann hier auf die Albion-Beauftragte gewechselt habe, damit ich hier kurz vorne durch das Sperrgebiet einfach durchrennen kann. Ihr seht das, da ist momentan noch eine rote Tür. Seht ihr leicht links vom Charakter, ziehe ich meine Uniform an. Mit Steuerkreuz nach oben gedrückt halten, könnt ihr ja die Uniform an- und ausziehen. Schon ist das Ganze blau geworden und wir können einfach hier durchmarschieren. Ja, ich sage, mit dem Rest des Videos lasse ich euch alleine. Da könnt ihr wunderbar die Position abklappern. Nehmt die Trophäe bzw. den Erfolg mit nach Hause. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich natürlich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Denn mit Lockaktiv verpasst ihr ja weiter kein neues Video. Ich danke euch fürs Dabeisein und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und ich sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.
out of here. It's kind of scary, but I really want to know. Just calm down. Drone, initiate search. I got stuck behind some snooty little rich girl trying to get past check. Maybe there's hope for this world yet. And practice. Hope you reckon actually it's raw talent. Some have it. Most don't know. On the down low, like the rap Steve Ditko. Watching old video. And what's the scenario? Live on a cineo. Got more than an army square wall. Sweep the area. Drone, search. I hear you.
valid. Failure to possess valid status documents is a crime. Mercy. Every day there's a fucking show.